Also das Wichtigste ist, muss man auch vorwegnehmen, einfach ist die Story. Die Story steht jeder über jegliche Art von Technik. So, herzlich willkommen heute im Podcast zu Gast Alexander Draheim. Alexander, seine kurze Biografie, er ist 24 Jahre alt, er ist in Würzburg geboren. 2012 hat er das Studium abgeschlossen zum Medienmanagement mit Bachelor. 2014 hat er Boxfish Film gegründet. 2016 war er im Studium für Marken- und Medienmanagement mit einem Master sogar. Ab 2017 ist er externer Dozent für audiovisuelle Medien an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt. Er hat keine Ausbildung oder Kurse belegt, sondern er hat alles über Studium und über Selbststudium gemacht. Er ist hauptsächlich Produzent, Manager und betreut den Kundenkontakt von Boxfish. Und ich freue mich riesig, dass du da bist. Alex, darf ich sagen, hoffe ich. Und herzlich willkommen. Ja, natürlich, unbedingt. Super. Vielen Dank, Sven. Super, vielen Dank. Würde ich jetzt auch gerne so vorstellen, aber ich kann es leider nicht. Also wieder drei Themen, ganz normal. Persönliches, Ausrüstung und Marketing. Persönliches, wenn dich jemand fragt, auf der Straße, deine Oma zum Beispiel beim Kaffeeklatsch, sag mal, Junge, was machst du eigentlich jetzt vom Beruf? Was würdest du dir erklären? Irgendwas mit Film und Medien auf jeden Fall. Es ist relativ schwer zu erklären, weil wenn ich sagen würde, ich würde Film machen, dann stimmt das nicht ganz. Da stellen sich viele Leute vor, dass ich die Kamera bediene oder einen Film schneide. Das mache ich tatsächlich nicht. Ich bin die Person, die dafür sorgt, dass ein Film entsteht. Also ich nehme das Telefonat, die E-Mail vom Kunden entgegen, buche die entsprechenden Leute, koordiniere den Dreh, koordiniere die Postproduktion, schicke den Schnitt zur Abnahme, gebe meinen Servus dazu noch und stelle dann am Ende auch die Rechnung. Also ich bin sowas wie ein Producer, Projektmanager, teilweise auch Unit Production Manager, wie man es sehen kann. Also das Management von dem Ganzen. Ich habe auch nichts Richtung Gestaltung studiert, denn Medienmanagement klingt erstmal nach bunten Zahlen und so weiter, aber es ist tatsächlich wirklich mehr Management im Medienbereich. Also der Filmproducer sozusagen, wenn man mit dem Begriff was anfangen kann. Das Einzige, was ich allerdings mache bei den Projekten, ist Color Grading. Das ist noch so die zweite Nebenher-Selbstständigkeit, die ich ein bisschen mitlaufen lasse, weil ich das über die Jahre entwickelt habe. Also ich bearbeite die Farben im Film, Color Correction, Color Grading, Look-Erstellung für die eigenen Projekte von Boxfish natürlich, aber auch für externe, wo man da eben gebucht wird. Ja, mega cool. Angefangen hast du mit den Videos aber wahrscheinlich nicht zum Studium, sondern vorher schon, oder? Nee, tatsächlich zum Studium. Also ich habe relativ spät auch angefangen. Ich habe irgendwann in der Mittelstufe in der Schule die analoge Kamera meines Vaters mal ausgepackt und damit ein bisschen angefangen zu fotografieren. Dann nach dem Abi mir eine Spiegelreflex gekauft, eine digitale, da auch dann ein bisschen fotografiert. Und wirklich erst im dritten Semester, das war dann so 2013 rum, glaube ich, um den Dreh, habe ich durch eine Vorlesung, die wir dort besuchen mussten, durften, das Interesse zum Film entdeckt. Es gibt eine Pflichtvorlesung in dem Studium mit Thema Film, mit Theorie und Praxis und am Ende musste auch jeder einen Film drehen. Das war auch mein erster Film, den ich niemandem mehr zeigen möchte, wirklich. Und ab da hat es dann praktisch angefangen. Also ich habe wirklich erst während des Studiums mit Film angefangen und habe keine Historie, dass ich irgendwie mit 5 den alten VHS-Rekorder meines Opas ausgepackt habe. So war es leider bei mir nicht, auch wenn ich es mir gewünscht hätte. Okay, ja, aber ist doch auch cool. Also die Geschichte ist ja ähnlich. Und wann wurde es dann genau professionell schon? Also du hast ja während dem Studium immer dazu gelernt und hast dich wahrscheinlich währenddessen auch hingesetzt und hast schon mal rumprobiert. Und du hast den Schnitt aber schon selber mal gemacht im Studium, oder? Ja, also am Anfang mussten wir das gerade bei unseren ersten Projekten, da mussten wir schon entsprechend auch drehen und schneiden. Und am Anfang habe ich das auch noch gemacht mit ein paar Kommilitonen zusammen. Es ist kein Filmstudium bei uns. Also wir haben im dritten Semester 2 Vorlesungen dazu, beziehungsweise ein so ein Modul sozusagen. Und das war es dann auch schon. Also da wird man nicht zum Meister, es fängt bei 0 an und hört bei 2 auf so ungefähr. Und ab da habe ich dann aus Spaß an der Freude mit Kommilitonen nebenher an ein, zwei Filmwettbewerben mal teilgenommen, einfach mal was gedreht, mal ein Musikvideo gedreht und so nach ein paar Monaten habe ich dann gemerkt, also ja, so ein Dreivierteljahr später, ja, da wollen mir auch Leute teilweise Geld dafür geben. Mensch, ich würde ja gerne Rechnung stellen, weil schwarz ist nicht unbedingt das Mittel der Wahl. Und das hat dann dazu geführt, dass ich mich mal ein bisschen informiert habe, Steuerberater, Website, Name, und dann bin ich in ein Praktikum gerutscht, Leute kennengelernt und ab dann irgendwo so 1,5 Jahre, würde ich sagen, nachdem ich das erste Interesse dran hatte, habe ich angefangen, die Filme so zu drehen, wie ich es jetzt tue, mit Leuten, die drehen können und nicht nur Record drücken, so wie ich, und eben auch entsprechend Dinge auszulagern. Also ich bin großer Freund von Auslagerungen.
Ja, mega cool. Weil das macht ja auch Sinn, dass man sagt, okay, was ich gut kann, das pushe ich. Also das wäre bei deinem Fall Color Correction und Farbkorrektur und alles, das kann ich. Und Management und Organisation ist, finde ich, auch ein Riesenteil. Also das ist auch eine große Verantwortung, da den ganzen Laden im Zaum zu halten und alles zu organisieren. Du hast im Vorgespräch vorhin gesagt, du hast bis zu 30 Leute. Das ist natürlich schon Hammer. Also das Bei den ist... großen Projekten, ja. Ja, das passiert. Das ist natürlich schon. Und wie lange sitzt du dann da in der Vorbereitung dran, bis du das ganze Projekt drin hast? Also es ist wie bei allem, es hängt davon ab. Es ist auch bei Kunden, Kunden fragen immer gerne, was kostet ein Film? Ja, was kostet ein Auto? Hängt davon ab. Es gibt kleines Beispiel, zum Beispiel nehmen wir an, wir drehen ein Musikvideo für eine Band, die wollen nur Performance, was schade wäre, aber nehmen wir an, die wollen das nur und die haben eine Location oder man findet eine Location oder es wird im Studio gedreht, dann ist das relativ simpel. Da spricht man die Lichtsetups durch und organisiert das Team. Andere Projekte, wie was wir jetzt vor ein paar Tagen mit 6 Drehtagen hatten, folgt demnächst noch ein weiterer Drehtag. Ist ein Imagefilm für Füssen bei Neuschwanstein bzw. mit Neuschwanstein. Da hat das Projekt angefangen, ich glaube im Mer Anfang Februar diesen Jahres und es wird abgeschlossen im März nächsten Jahres. Also das kann auch mal länger gehen. Ich glaube, da hast du ein Foto von gepostet auf Facebook, ne? Ja, Oder ja. glaube ich, man gibt auch schlimmere Locations, ja, das ist schon, Ja. das ist schon geiles Bild, Aber ja. ja, Das ist schon hammer cool. genau. Was wäre denn jetzt, wenn du jetzt jemand anders sagen würdest, was wäre denn dein Alleinstellungsmerkmal, dein USP? Ich bin ein Freund davon, keine Videos zu drehen, sondern wirklich Filme zu machen. Also die klassische Unterscheidung Videolook, Filmlook, was ja vielen von den Zuhörern ein Begriff ist, eben nicht Kamera draufzuhalten, sich neben, also das Wichtigste ist, muss man auch vorwegnehmen, einfach ist die Story. Die Story steht jeder über jegliche Art von Technik, immer und überall. Auf die Story möchte ich mich jetzt aber nicht konzentrieren, sondern eher so die Sachen, die dahinter sind. Es ist wichtig, vernünftige Kameras, vernünftige Optiken einzusetzen, dem Projekt entsprechend, vielleicht entsprechend zu mieten. Sowas wie Hazer, Black Promist, entsprechende Leute, die ihr Handwerk beherrschen und nicht Meister aller Arten, aller Klassen sind. Ja, da kommt meiner Ansicht nach nichts dabei raus. Also Spezialisierung, Verteilung der Aufgaben, wieder Outsourcing mehr oder weniger auf das Team und auch eine sehr, sehr hohe Ehrlichkeit dem Kunden gegenüber. Ich habe schon viele Projekte nicht realisiert bzw. nicht bekommen, weil wir entweder zu teuer waren, es anders aber auch keinen Sinn gemacht hätte, oder der Kunde vollkommen abstruse Vorstellungen von dem Film oder von dem Film für sich hatte. Denn viele Kunden, die wissen nicht, warum sie einen Film wollen und wofür sie ihn brauchen. Und manchmal brauchen sie keinen Film. Und ich sage das meinen Kunden. Also das ist natürlich was, wo einem viel Geld auch verloren geht. Aber ich finde es wichtiger, einen Kunden zu gewinnen, der einen Film braucht und mit dem Film glücklich wird, als einen Kunden zu gewinnen oder einmalig vermutlich zu haben, der auch mit dem Film glücklich sein mag, aber sein Marketingbudget oder was auch immer einfach durchs Fenster rauspustet, weil es ihm nichts bringt und der Fehler auf einer ganz anderen Seite liegt. Und das ist eben was, was ich durch mein Studium, Markenmanagement, Medienmanagement bieten kann. Nicht nur mich auf Film zu konzentrieren und zu schauen, welchen M31 Latte ich drauf. Nein, sowas machen wir natürlich nicht. Aber eben auch das Ganze zu betrachten und Verständnis von Marketing, Businessplänen und Unternehmen zu haben und da auch mit Budgets ja arbeiten zu können und zu wissen, dass es nicht rum ist, wenn der Film gedreht ist, der muss noch vermarktet werden, sei es online, sei es Kino, das ist mit Kosten verbunden, Zielgruppe, Targeting, Retargeting, Benchmarks und so weiter. Also praktisch das zusammengefasst, das weiter ausgeholt, zusammengefasst, ist unsere Kernkompetenz eine sehr, sehr professionelle filmische technische Umsetzung zum einen und eine sehr, sehr ehrliche Beratung jenseits des Mediums Film. Aber geil finde ich, dass du sagst, wir machen nicht einfach nur den Film, sondern, also ich habe gleich noch mehrere Fragen, also mir liegen ganz viele Sachen auf der Zunge. Und wir machen nicht einfach nur einen Film, sondern wir bringen den Kunden auch dazu, dass seine Kunden sich auf den Film anschauen und dafür interessieren. Also das finde ich eigentlich, ist ja, bringt ja dem Kunden viel mehr Wert. Also ich habe genau das gleiche, wie du sagst. Ich hatte auch schon die Anfrage, ja, machen wir mal ein Video. Ja, was willst du denn haben? Für wen denn? Ja, keine Ahnung, mach mal ein Video. Ja, und da, wo ich dann genau wusste, ja, das bringt nichts, weil ich muss schon, genau wie du sagst, vorher wissen, wer sind eure Kunden, was wollen die sehen und wie funktioniert das Ganze. Aber cool finde ich, dass du sagst, du machst das wahrscheinlich mit Facebook. Werbeanzeigen, dass du das Ganze auch testest, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß, dass zu jeder Art von Werbung, die im ganz, ganz großen Bereich geschaltet wird oder ab gewissen Budgets, da können sich die Unternehmen ja nicht leisten, einfach was zu machen und zu schauen, was passiert. Da musst du deine Zielgruppe haben, da hast du Personas, die du vorher definiert hast, du weißt, für wen du drehst, vor allem für welche Kanäle und für welchen Zeitraum. Das wissen ja auch viele nicht, muss man einfach sagen. Ja, wir machen mal einen Film, ist der jetzt für YouTube oder Facebook? Es ist ein Unterschied. Ist der fürs Kino oder für TV? Natürlich ist es auch ein Unterschied, aber das hat auch viel zu tun mit der Dauer, mit dem Inhalt, mit der Aufmerksamkeitsspanne der Leute, mit der
technischen Herangehensweise. Klar, 24, 25 Frames sind jetzt nicht Dinge, über die wir reden müssen, aber da steckt einfach so, so viel mehr dahinter, meiner Ansicht nach, bevor man überhaupt in die Konzeption geht. Also da ist dieser komplette Marketing-Hinterbau, den ein Unternehmen eigentlich liefern müsste und sollte, der ist in vielen Situationen, auch bei größeren Kunden, erstaunlicherweise nicht vorhanden. Da fragt man sich, wie läuft das? Also ein Unternehmen muss ja irgendwo seine Werte kennen oder seinen Markenkern. Das ist ja auch irgendwo wichtig für den Film. Das muss ja einheitlich sein und die müssen ja einen gesamten Plan haben und nicht nur einen Film und nebenbei machen wir noch Print und Online. Das muss sich irgendwie einfügen und das muss ergründet werden irgendwo. Manche machen es einem leichter, manche schwerer. Vor allem im mittelständischen Bereich habe ich das Gefühl, da ist erheblicher Aufarbeitungsbedarf. Ja, aber krass finde ich, dass du noch nicht mal von einem großen Unternehmen, dass du als Filmemacher die Personas machen musst. Also finde ich schon krass. Es kommt vor. Ist natürlich nicht die Regel, aber es ist so ein bisschen das, was ich, da habe ich so meine Frageliste inzwischen ausgearbeitet für die Erstgespräche, wo ich viele Dinge abarbeite, und viele eben noch offen sind. Also das ist schon, ja, also am Ende irgendwo schon erstellen, ja, weil sie nicht vorhanden sind oder man sich dessen nicht bewusst ist und das ist dann, ist es wichtig. Also wie gesagt, es macht keinen Sinn, einen Film zu produzieren, ohne zu wissen, für wofür und wie und warum eigentlich. Denn im Worst Case schaut ihn keiner. Vielleicht merkt der Kunde das auch nicht, aber das fände ich unfair. Ja. Also ich will da keine Kuh melken, die nichts mehr zu essen bekommt dann. Aber das Weißt Krasse du? ist, was du sagst, das machen unwahrscheinlich viele. Ich habe das von anderen Kollegen auch gehört. Die Hauptsache, die kriegen den Job. Und Ja. aber was danach kommt, die gehen dann meistens auch pleite. Also ich habe vom Gerald auch gehört, so ein großer Konkurrent von ihm hat das genauso gemacht. Der hat dicke, fette Jobs davon gekriegt, richtig gutes Geld auch. Der hat dann alles Geld aus der Tasche gezogen, was so ein Budget da war. Und das ist, finde ich, auch der falsche Weg. Ich würde gerne noch mal kurz. Es gibt vielleicht ein paar Leute, wir hören uns hören auch wirklich junge Leute zu, die nicht wissen, was Personas ist. Ich möchte es einmal ganz kurz erklären. Personas sind einfach, ist quasi wie ein Steckbrief von einer Person, die genau gezielt darauf abgestimmt ist. Also das ist bis ins kleinste Detail. Das wird meist, fängt Max Müller, ist so und so viele Jahre alt, macht den und den Beruf, hat die und die Hobbys, die und die Vorlieben. Das ist eine Persona. Das könnt ihr mal googeln, ist super interessant. Und das sollte jeder machen. Auch wir Filmer, wir Videomenschen sollten Personas erstellen über unsere Zielgruppe. Das ist eigentlich das, was ich immer frage. Also jetzt mal die Kehrtwende, wer ist denn deine Zielgruppe genau? Ja, also da habe ich jetzt leider keine, die Frage bekomme ich relativ selten, deswegen habe ich da jetzt keine schön formulierte, knappe Antwort. Ich würde aber sagen, das sind Kunden ab dem mittelständischen Bereich bis nach oben offen, die, also naja, Karten auf den Tisch, also ab dem fünfstelligen Bereich effektiv, budgettechnisch auf jeden Fall aufgestellt, sonst ist es bei uns einfach nicht drin. Und Kunden, die auf jeden Fall wissen, was sie wollen, wenn nicht, helfen wir ihnen dabei, die wirklich einen Film brauchen, das ist sehr, sehr wichtig. Und was nicht dazu gehört, hatten wir zum Glück auch noch nicht, aber ein Kollege von uns in Würzburg hat eine Anfrage zum Beispiel von der AfD bekommen, also aus sämtlichen Sachen, die mit Waffen und ja, extremistischeren Ansichten jeglicher Art zu tun haben, würde ich mich raushalten. Kam zum Glück noch nicht vor. Finde ich sehr gut, die Einstellung, ja. Und ja, ansonsten, das ist die eine Sache, das ist so die Business-Seite von uns, womit wir unser Geld verdienen. Nebenher, also das Team um uns, also um mich rum, die machen natürlich alle Bock auf Filme, also sollen sie keinen Film machen, ist bei mir auch so. Und es ist nun mal so, dass man nicht im Monat 3 Aufträge und 3 Drehs hat. Manchmal Sommerloch zum Beispiel, hatten wir jetzt in dem Jahr nicht, aber manchmal im Sommerloch oder allgemein, wenn 1, 2 Monate nicht sonderlich viel ansteht und man Bock auf Drehs hat, dann realisieren wir Musikvideos nebenher. Das sind auch keine Videos, mit denen wir auch nur einen Cent am Ende verdient haben. Da fließt einfach alles in die Produktion rein. Das sind auch nur Videos für kleinere Künstler. Also wir unterstützen da bewusst lokalere Bands, die sich eben kein Musikvideo für 20.000 Euro leisten können. Auch wenn sie es natürlich gerne hätten, aber die mit viel Herzblut dabei sind und über Setdesign, Catering, Organisation einfach uns viel unterstützen. Und das ist so ein bisschen die zweite Nebenher-Zielgruppe, weil das ein guter Bereich ist, in dem man sich kreativ austoben kann. Also da können wir Stories drehen, Konzepte drehen, die aus unserer Feder sind, neue Sachen ausprobieren, kreativ werden. Und da ist durchaus auch ein Wachstum vom Budget vorhanden in den letzten Jahren, was Musikvideos betrifft. Und deswegen würde ich sagen, also so die zweite Zielgruppe sind Musiker, Schrägstrich Bands jeglicher Art. Also ob da jetzt Klassik, Jazz, Rock oder Hip-Hop ist mir persönlich einerlei, solange es nichts Rechtsextremes oder Ähnliches ist. Und das noch ein bisschen auszuweiten. Also auch Musiker, die engagiert sind und vielleicht nicht unbedingt mit Budget einen Anreiz schaffen können, aber durch Organisation von besonderen Locations, Darstellern, wie auch immer. Also ich finde das sehr gut, dass du dich da klar differenzierst und sagst, also das mache ich nicht und
Das finde ich wirklich sehr gut. Jetzt nochmal Danke. kurz zu dir. Und zwar, was machst du denn in deiner Freizeit? Film natürlich. Nee, also sehr, sehr viel hat tatsächlich mit Film zu tun. Auch ein großer Freundeskreis von mir, der sind die Leute, die ich buche, mit denen ich zusammenarbeite. Da trifft man sich, setzt sich mal zusammen an meinen. Also mein ist der Fluss, der durch Würzburg fließt, muss man vielleicht dazu sagen. Mag nicht. Und durch Frankfurt, ach der, ja, genau. Also ich mache nebenbei noch Sport, CrossFit. Das ist so eine Mischung aus Fitness und Ausdauertraining, sehr abwechslungsreich. Guter Ausgleich auch auf jeden Fall. Und ich spiele, ich würde jetzt die Kamera schwenken, aber es wird mir ein komplettes Setup Nein, nein, verraten. lass ruhig, ist gut. Ja, ich spiel noch Bass und Gitarre und da an der Wand irgendwo da drüben, man kann es ahnen, Ah, hängen ein paar cool. Instrumente. Das heißt, du machst noch dein Background-Sound auch noch selbst. Nee, zum Glück nicht. Da buche ich dann wieder Leute, die es besser können, die Ja. gibt's. Was machst du oder wo siehst du dich denn in 10 Jahren? Also jetzt, wenn ich das so runterbreche, stehst du ja gerade erst am Anfang. Ich denke ja, also es ist auf jeden Fall der Anfang und in den letzten 3, 4 Jahre, 4 Jahre eher, würde ich sagen, ist es eine sehr, sehr steile Kurve gewesen. Die wird abflachen, das ist logisch, also kann es nicht weitergehen auf Dauer, aber die möchte ich auf jeden Fall ja, weiter steigen lassen. Eigentlich gar nicht so viel anders als jetzt, ehrlich gesagt. Also ich möchte weiterhin Filme machen, die keine ja, 0815-Filme sind, für coole Kunden mit coolen Budgets. Ich möchte im Musikvideobereich auch mit größeren Budgets arbeiten, einfach um mehr Kreatives möglich zu machen. Das ist so eins der Hauptziele. Und im normalen Filmbereich, ja, natürlich ein bisschen weiter nach oben, aber ich sage jetzt nicht, ich will irgendwie Apple als Kunden, das wäre auch viel zu stressig. Also manchmal arbeite ich auch mit Agenturen zusammen, das gehört auch auf einer gewissen Größe dazu, das ist auch in Ordnung. Aber eine reine hundertprozentige Produktion nach Vorgabe der Agentur zu sein und 5 Drehs im Monat zu haben, das muss nicht unbedingt sein. Also da konzentriere ich mich lieber auf 10 vernünftige Projekte im Jahr, als 30 irgendwie durchzuschlappen und dann so viele Leute um mich rum zu haben, dass ich von den Projekten gar nichts mehr mitbekomme. Also ich kann mir durchaus vorstellen, mit ein, zwei Festangestellten zu arbeiten, wenn das Wachstum da ist, das schon. Aber irgendwie soll es am Ende noch was mit Film zu tun haben für mich, das ist wichtig. Und dann strebe ich auch an, ich bin ja, hast du ja in der Vorstellung gesagt, ich bin ja Dozent an der Hochschule, das dann vielleicht nicht in 10 Jahren, aber in 20 Jahren noch ein bisschen mehr Fokus darauf zu setzen, so Richtung Promotion, das etwas auszuweiten. Also ab einem gewissen Alter ist es natürlich eine Sicherheit und mir macht es Spaß, auch das Filmwissen an Junge weiterzugeben, einfach im Austausch mit jungen Leuten zu stehen. Und das wäre auch ein bisschen ruhiger, denn ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man das, wie ich das gerade mache, auch wenn es nicht so ist, dass ich eine reine 7-Tage-Woche habe und irgendwie 12, 20 Stunden am Tag arbeite, so ist es nicht. Aber ich weiß nicht, ob man das 20, 30 Jahre durchsteht oder durchstehen möchte vor allem. Ja, das ist, finde ich auch. Das heißt, du hast wahrscheinlich in einem Studium auch viele Dozenten gehabt, die den gleichen Werdegang gemacht haben wie du, oder? Die dann angefangen haben und Nicht, nicht. gar nicht, Sind das also alles Theoretiker gewesen, oder? also an der eigentlich die kamen alle aus der Praxis, das ist schon gut, aber in Management, da hattest du zu Großteil Vorlesungen wie Business English, Statistik, Kosten-Leistungsrechnung, VWL, BWL, Ja, ein Modul gut. Gestaltung, Psychologie Logisch. und so weiter. Ja. Und das ist natürlich dann schon mal was anderes und ein bisschen trockener. Ja. Der Dozent, der mich mehr oder weniger dazu motiviert hat, das Ganze anzufangen, den wir in der Filmvorlesung hatten, der hatte einen ähnlichen Werdegang, würde ich sagen, ist zwar ein paar Jahre älter, aber der ist auch über Studium reingerutscht und hat eine eigene Produktion aufgemacht. Dessen Stelle habe ich jetzt eingenommen an der Hochschule, weil er das nicht mehr weitergemacht hat. Und insofern, ja, also einen gab es, der Hauptinitiator sozusagen. Und der hoffe Cool. ich natürlich für andere auch zu sein irgendwo. Das ist so ein bisschen Ja, das ist doch der cool. Es Traum. muss immer einen geben, wo du sagst, genauso wie der ist, möchte ich mal werden. Dann hat man schon viel erreicht im Leben, finde ich, wenn man so Ziele hat und wenn Ja, man auf weiß, jeden was man Fall. will. Ich möchte noch kurz, bevor wir gleich zum Thema Ausrüstung gehen, man hört es schon im Hintergrund, du hast eine Wett, die ist nämlich super laut, deswegen schreie ich die ganze Zeit gegen an. Ich muss dazu sagen, ich finde es eigentlich witzig. Ich möchte jetzt keinen Shitstorm haben oder so, aber Alex hatte das Problem. Der hatte wirklich das Problem, wo mancher einer ihn drum beneiden würde. Er muss jetzt heute mit seiner Red filmen und hatte keine andere Kamera. Ich fand's mega witzig und deswegen ist egal, wenn die so laut ist. Hauptsache die Quali ist nachher geil. Und ja. Jetzt guckst du, ob der Ton noch aufnimmt. Ja, nee, ich schaue nur so auf das, wie nennt man es, das Surren sozusagen. Ich meine, ihr seht es ja im Hintergrund, ich lehne mich schon ein bisschen zurück, die Tonaufnahme am Laufen und wie es so aussieht, wenn ich nicht rede und nur die Red surrt. Aber tatsächlich ist hier ein Grundrauschen im Raum. Ich höre es mit menschlichem Auge auch gar nicht, dass nichts mit der Red zu tun hat. Ich habe es getestet. Also eigentlich, und das Mikrofon steht auch hier so nebendran irgendwo, und die Kamera ist natürlich offensichtlich hier vorne, Ja. eigentlich sollte da nicht so viel ankommen.
wenn ich es richtig gepegelt habe. Ja, ach, ich kann das nicht herausschneiden. Gibt da so wunderbare Rauschminderungs... Ja. Genau, das ist ja alles. Ja. Aber was ich nochmal ja. jetzt wichtig darauf hin wollte, du hast ganz am Anfang gesagt, dass Film und Video für dich ein Unterschied ist. Da würde ich gerne nochmal drauf eingehen und nochmal näher drauf eingehen, was da für dich der Unterschied ist. Ja, also prinzipiell ist es nicht nur equipmentabhängig, das definitiv möchte ich vorwegnehmen. Also ich bin niemand, der sagt, du brauchst eine Red, du brauchst eine Arri, du brauchst eine F5 oder irgendwie eine C700, um einen guten Film zu machen. Aber es sind sehr, sehr viele Kleinigkeiten, die zusammenführen. Das sind so das sind die Basics wie weiches Licht, Hazing, eventuell Black Chromist Filter, nicht die schärfste Scene-Optik oder Sigma-Zoom oder Canon-L-Optik zu nehmen, weil die einfach aussieht wie alles scharf. Und gerade mit hochauflösenden Sensoren ist das ziemlich, ja, looklos, sage ich mal, oder einfach charakterlos. Also da vielleicht auch ein bisschen bewusst Optiken zu nehmen, die passen. Für einen Industrie-Image-Film nehme ich jetzt keine Optik aus den 20er Jahren in der Sowjetunion. Ja. Das macht keinen Sinn, aber sowas kann man durchaus bei Commercials oder bei Musikvideos verwenden. Da gehört Make-up dazu, da gehört ganz, ganz viel Innenrequisite, Außenrequisite dazu, Set-Design, Kostüme, Farbabstimmung, Color-Grading, nicht M31 LUT, sondern wirklich eine Color Grading, dass das Licht aufgreift, das gesetzt wurde. Also Color Grading sollte nie gegen den Kameramann, den Beleuchter arbeiten, sondern die Intention unterstützen und auch beim Set Design natürlich auch. Dann ist es am Ende auch eine Sache, filme ich mit einer Kamera, die 8 Blenden aufnimmt, filme ich mit einer Kamera, die 13, 14 Blenden Dynamik aufnimmt. Und wie gut ist mein Workflow? Rendere ich das Ganze mit schwarzen Balken oben, unten, links, rechts, in der Mitte raus, bei einer Komposition von 5 Mbit oder eben nicht? Also das spielt ja alles mit ein. Gerade bei Kameras ist so ein Ding, nur eine RED hinzustellen reicht auch nicht. Man muss wissen, wie man die zu belichten hat. Man muss wissen, wie sich die entsprechenden Gammakurven verhalten und wie sich der Sensor verhält. Und es wird dann irgendwie eine Wissenschaft für sich, die auch sehr, sehr technisch werden kann. Und das ist was, da verlieren sich viele Leute drin. Denn die meisten Hörer werden in der Filmemacher Deutschlandgruppe sein und da entstehen auch häufig diese ja, Einträge und Kommentare, die teilweise eskalieren. Aber meiner Ansicht nach ist es nun mal so, dass Technik relevant ist für einen guten Film, ja, aber nicht ausschließlich. Und viele Leute machen den Fehler, sich auf die Technik zu konzentrieren. Oh, jetzt kommt die GH5 raus, dann die GH5S oder R, wie sie heißt. Und jetzt kommt die neue Blackmagic Pocket raus. Das ist alles schön und gut. Aber wenn man damit keine Filme dreht oder keine Stories zu erzählen hat, und das ist nämlich das Hauptproblem, dann macht das Ganze keinen Sinn. Das stimmt, das sehe ich genauso. Aber jetzt hast du mir trotzdem nicht die Frage beantwortet, Video und Film. Ach so, sorry, ja. Also das war, was ich gerade aufgezählt hatte, war praktisch für Filmlook und Video ist für mich das Gegenteil davon. Also hartes Licht, glänzende Hauttöne zum Beispiel, nicht vorhandenes Set-Design, unmotivierte Kamerabewegung ist auch ein ganz schlimmes Thema. Klar, ich kann die RED auf eine Steadicam draufpacken und eine krasse Kranfahrt machen, aber wenn die nicht motiviert ist, mit der Story nichts zu tun hat oder mit dem Charakter, dann ist es überhaupt sinnfrei und alles irgendwie aus der Hand zu filmen oder alles vom Steadicam zu filmen oder alles vom Stativ oder Ronin-S zu filmen, wird jetzt eh jeder machen, vor allem mit diesem 360-Grad-Zoom. Das ist alles, also es muss motiviert sein, alles muss motiviert sein, von der Kamerabewegung übers Licht. Und das hast du bei Video eher nicht. Genauso wie, ja, zu viel Sättigung, zu viel Kontrast. Film ist für mich auch ein weicheres Bild, nicht zu scharfes Bild, wo es nicht reines Schwarz und reines Weiß gibt und alles dazwischen, sondern eher so 2/3 von dem Ganzen. Und Video ist halt auch leider eine Canon 5D zu haben mit einem 50 mm 1.2 Objektiv und bei Offenblende zu filmen, weil es geil aussieht, für Fotos vielleicht. Aber Video ist meiner Ansicht nach eher so ein Blendenbereich zwischen 3 und 5, 6. Und das bedeutet natürlich, und vor allem weite Brennweiten. Also jenseits von 50 mm filmen wir, außer in Extremsituationen, eigentlich nicht. Also eher im Bereich so 20 bis ja, 35 meistens unterwegs zu sein, manchmal eine 50er zu haben. Wenn du bei 24 mm auf Blende 5,6 bist, dann siehst du viel und da ist viel scharf. Das bedeutet, du musst das, was du alles siehst, gut eingerichtet haben, und es muss schön aussehen. Und das ist natürlich bei gewissen Budgets einfach nicht möglich, deswegen 50 mm Blende 1,2 Videolook. Okay, jetzt hab ich verstanden. Also es geht da nicht um das, es geht ja um den Look an sich Ja, und so, um den das, Gesamtlook, ja. den Gesamtlook. Okay, alles klar. Weil ich sehe das mit dem Look, sehe ich das ähnlich. Es gibt Looks, die kannst du aber auch mit einer Fotokamera gut hinkriegen. Du hast völlig recht, wenn die Leute viel zu offenblendig, alles zu hell, zu überlichtet und alles vermatscht und du hast vielleicht einen kleinen Punkt, der scharf ist und der Rest ist unscharf. Wirkt für ein paar Szenen ganz cool, aber nicht für die Dauer, weil dann hat man sich tot gesehen. Und was ich wichtig finde, was ich unterstütze, ist die Story. Die muss stehen, die muss vernünftig sein. Es muss die Szenenabfolge muss vernünftig sein.
was für mich jetzt so schmerzhaft war in den Ohren, war einfach Video und Film, weil ich denke, Film ist so, ich denke ich halt an Film, also ab 90 Minuten aufwärts. Ja, ja. Und Video ist für mich halt, also Video ist ja die Abkürzung von Video-Film, also quasi die kürzeste Version. Und das ist so bis 12, 20 Minuten eigentlich so maximal. Das ist für mich persönlich so der Unterschied. Darum habe ich nochmal nachgefragt. Ja, ich glaube, das ist wirklich eine Definitionssache von, also quellenabhängig einfach, ja. Also ich bin so ein bisschen aufgewachsen mit Filmlook, Videolook, also das trifft vielleicht eher, Filmlook, Videolook. Also ich will jetzt nicht sagen Film, Video, ja, in Amerika ist das ja auch so ein Ding mit Film, Movies und Video, die haben ja nochmal was und das, da geht es dann auch in die Richtung Laufzeit und wohl Genre und dem Ganzen. Dann korrigiere ich das und sage nicht Film und Video, sondern Filmlook und Videolook. Nein, ich, alles gut. Nee, du hast recht, du hast prinzipiell recht. Also das ist auch das, worauf ich hinaus wollte, nur manchmal, weißt du, wie es ist, da nimmt man dann das halbe Wort. Und, ja, nee, man, stimmt schon. Man kürzt es einfach, genau.